Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie, wir sind heute in Rüsselsheim und ich habe heute für euch ein Auto mit dabei, das gerade in Rüsselsheim gebaut wird. Und zwar ist es der Opel Astra in 12. Generation, hier designt, hier entwickelt. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert doch unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es nämlich jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir und hier seid ihr bestens informiert. Und was werden wir heute gemeinsam machen? Ein klassisches Review eben bedeutet, wir werden über die Optik sprechen, über den Innenraum, über den Kofferraum. Wir werden auch jetzt hier speziell über die Plug-in-Hybrid-Variante sprechen. Die habe ich nämlich jetzt mit dabei und wir werden auch gemeinsam mit ihm fahren. Und falls ihr darauf Lust habt, dann bleibt jetzt gerne dran, abonniert doch unseren Kanal The Car Crash Review und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner und zwar ist es GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen für euch unter verschiedenen Leasing-Plattformen wie unter anderem auch meinauto.de und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Jetzt sprechen wir aber über den Astra und das Schöne ist, der steht jetzt auf der EMP2-Plattform, bedeutet, da sind jetzt Verbrenner möglich, aber eben auch Plug-in-Hybride und auch Elektroversionen, also rein elektrische Varianten. 2024 wird dann der rein elektrische Astra auf den Markt kommen, auf den freue ich mich schon sehr. Hier haben wir jetzt eben eine Kombination aus beiden Welten, also ein Verbrenner und ein Elektromotor verbunden zu einem Plug-in-Hybrid und den würde ich euch jetzt gerne zeigen. Zur Historie. Den Astra gibt es jetzt schon seit über 30 Jahren. 1991 gab es den ersten Astra. Das heißt, die Geschichte ist genauso alt wie ich. Tut mir natürlich ein bisschen weh, weil 30 Jahre ist schon ein Wort. Aber hier steht er jetzt in 12. Generation als Astra L. Die Version davor hieß eben Astra K. Viele verschiedene Ausstattungsvarianten, beginnend bei Astra Astra. Es gibt aber auch Elegance, GS-Line und Ultimate ist die höchste Ausstattungsvariante. Hier haben wir jetzt die GS-Line. Das ist die sportlichste Variante. Elegance ist eher ein bisschen mehr Chrom. Wenn wir jetzt vorne über die Front sprechen, fällt erstmal auf, dass wir einen Visor haben, also ein Visier, was an einen Motorradhelm erinnern soll, zieht sich jetzt hier einmal durch die Front und bei der GS-Line sind sehr viele schwarze Elemente typisch. Daher haben wir jetzt hier auch den Opel Blitz in Silber. Ich sage immer Opel Stern, ich weiß nicht warum, das ist irgendwie falsch in meinem Kopf. Also in Schwarz, sonst gäbe es den in Silber. Und wir haben jetzt hier serienmäßig LED-Licht. Optional gibt es das IntelliLux, das ist jetzt ganz neu. Bei Opel bedeutet, wir haben auf jeder Seite 84 LED-Elemente und es ist ein intelligentes Matrix-LED-Licht. Bedeutet, das blendet beispielsweise den Gegenverkehr ab, aber eben auch Schilder an und ihr fahrt eben permanent mit Fernlicht. Vielleicht noch ein paar kurze Worte zum Design. Opel nennt es Pure and Bold. Ich nenne es einfach nur sehr schick, klassisch mit wenig Sicken und Kanten. Wir haben jetzt hier einmal eine sehr gerade Linie, die von oben nach unten zeigt, in so einer kleinen Pfeilform. Und wir haben jetzt hier auch sehr viele waagrechte Linien, auch hier nochmal in dem Visor. Für mich die Optik sehr schön. 7 Lacke gibt es insgesamt. Diese Farbe hier, Kultgelb, kostet keinen Aufpreis, also eine Metallic-Lackierung, was sehr gut ist. Weiß kostet dafür aber dann Aufpreis, was ein bisschen blöd ist. Wenn wir jetzt in die Seite gehen, besprechen wir vielleicht noch ganz kurz die Wettbewerber. Und da gibt es ja eine Kompaktklasse, den Golf natürlich. Es gibt den Peugeot 308, der auf der gleichen Plattform steht. Oder auch den Seat Leon. Haben wir euch alle vorgestellt bei uns auf dem Kanal. Schaut da gerne mal vorbei. Hier haben wir jetzt eine Länge von 4,37 Meter. Der ist 1,86 Meter breit und 1,47 Meter hoch. Hat einen Radstand von 2,68 Meter und einen Wendekreis von 10,50 Meter. So, jetzt muss ich auch nicht mehr in die Sonne gucken, das heißt, ich muss hier nicht mehr meine Augen zusammenkneifen. Wichtig ist jetzt hier, wir haben den Plug-in-Hybriden, also den PHEV. Bedeutet, hier unten sitzt dann der Akku, nimmt ein bisschen Platz beim Kofferraum weg und auch beim Tank, da sprechen wir nachher drüber. Und der fasst jetzt 12,4 Kilowattstunden. Wie man den genau laden kann, erkläre ich euch gleich hier hinten. Vielleicht sprechen wir aber erstmal über die Felgen.
Beim Plug-in-Hybriden bekommt ihr 17 oder 18 Zoll Felgen. Bei der Verbrenner-Variante, die ihr da hinten auch schon gesehen habt, bekommt ihr dann 16, 17 und 18 Zoll Felgen. Hier haben wir jetzt die größte Variante. Und schaut mal, hier gibt es so Clips, die man verschiedenfarbig da reinklippen kann. Hier passt das Grau jetzt ganz gut. Da hinten seht ihr vielleicht, haben wir auch so rote Einlässe. Also da gibt es verschiedene Farben. Gibt, glaube ich, auch noch ein Gelb und ein Grün, wenn ich mich nicht irre. Ist ja ein bisschen poppig, wie meine Mama sagen würde. Wichtig jetzt hier auch nochmal eine sehr gerade Linie, die sich einmal von vorne bis nach ganz hinten zieht. Sonst haben wir hier gerade Flächen, bis auf hier so eine kleine Brechung. Keinen breiten Seitenschweller, den ich aber sehr schön finde. Schwarze Spiegelkappen und ihr bekommt jetzt optional das Dach abgesetzt. Es gibt optional auch noch für 1000 Euro ein Glasdach und hier die Umrandung ist jetzt bei der GS-Line um die Fenster in schwarz. Bei Elegance ist die in einem Silber. Ich persönlich finde die schwarze Variante schicker. Bei Elegance ist sie dann eben in Chrom. Hier ist es leider nicht lackiert. Das ist ein kleiner Kritikpunkt. Ich hätte es lackiert besser gefunden. Hier geht es dann auch so ein bisschen coupéhaft runter. Hier haben wir auch einen Finlitz an der Seite. Aber ich würde jetzt gerne mit euch über das Laden sprechen, bevor wir jetzt hier über das Heck und das Design weitersprechen. Und hier könnt ihr den jetzt laden. Ihr seht jetzt schon, DC ist nicht möglich. Aber AC bedeutet, an der Haushaltssteckdose braucht er ungefähr 7 Stunden 15, um voll zu sein. An der Wallbox könnt ihr ihn serienmäßig mit 3,7 kW laden, dann braucht er unter 4 Stunden. Optional dann für 500 Euro mit 7,4 kW, da braucht er dann unter 2 Stunden. Und an dieser Stelle vielleicht zu unserem Kooperationspartner Next Level Energy. Was machen die? Die haben einen Online-Shop und zwar ist es der Nick E-Shop. Und da bekommt ihr Ladelösungen, Wallboxen, aber auch Energiespeicherlösungen. Mit dem Code TheCarCrash bekommt ihr da 25 Euro ab einem Einkaufswert von 150 Euro. Schaut da gerne vorbei, ich packe euch unten auch in die Infobox den Link. Jetzt machen wir hier wieder zu, sehr große Öffnung und schauen uns mal das Heck an. Auch hier wieder sehr viele gerade Linien. Rückleuchten sehen jetzt auch den Vorderleuchten sehr ähnlich. Hier dann auch nochmal so ein Dachkantenspoiler. In der Mitte dann das Bremslicht, was ich sehr schick hier integriert finde. Dunkle Scheibe hinten, oben auch nochmal dunkles Dach in dem Fall jetzt. Wie gesagt, ihr bekommt das auch noch in Wagenfarbe. Und unten steht jetzt sehr stolz Astra drauf, in einem Schwarz, weil wir jetzt hier die GS-Line haben. Auch der Opel-Blitz jetzt hier nochmal mit Opel drunter. Und schaut mal, was mir aufgefallen ist, das A und das A, das zeigt auch so pfeilförmig nochmal auf den Opel-Blitz. Hier unten dann ja, der Diffusor, nenne ich es jetzt mal, jetzt nicht zu sportlich, aber auch eher zurückhaltend. Klavierlack finde ich sehr schick. Ich mag auch diese Kombination Gelb und Schwarz, das ist halt sehr Opel-typisch. Und wenn wir jetzt kurz noch auf die andere Seite gehen, würde ich euch gerne zeigen, dass wir da drüben den Tank haben. Und da ist jetzt ein kleiner Nachteil im Vergleich zum Verbrenner. Der ist nämlich 10 Liter kleiner, in dem Fall 42 Liter und nicht 52 Liter. Ich kriege ihn jetzt nicht auf, weil muss ich von innen machen. Ist auch vielleicht ein kleiner Nachteil. Aber hier auf der Seite findet ihr eben das Beste aus zwei Welten. Hier kann man ihn tanken, da drüben eben laden. Jetzt machen wir mal den Kofferraum auf. Funktioniert jetzt hier an dem Blitz einmal so. Geht jetzt hier auch einfach hoch und hier haben wir jetzt auch einen kleinen Nachteil im Vergleich zum Verbrenner. Dadurch, dass der Akku jetzt da unten sitzt, haben wir ein bisschen weniger Fassungsvermögen. 422 Liter da drüben, hier sind es 350 Liter bis 1268 Liter. Ist aber trotzdem ausreichend. Hier haben wir übrigens nochmal so einen universellen Charger, könnt ihr euch nochmal angucken. Die gibt es auch optional übrigens beim Nick E-Shop dabei. Und wenn ich das jetzt hier wieder zumache, haben wir jetzt auch, wenn ich den doppelten Ladeboden hochmache, bisschen schwer mit dem Charger, die Möglichkeit, da unten den Akku zu sehen. Wie gesagt, leicht unterm Kofferraum, leicht unter der Rückbank. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns hier mal die Hutablage an. Gut verarbeitet jetzt hier mit so einer kleinen Schnur. Ich nenne es immer Schnürsenkel. Schauen wir mal, ob ich das rausbekomme hier. Einmal, zweimal. Ja, bekomme ich sehr gut raus. Leg das jetzt mal hier unten hin und wir klappen jetzt mal gemeinsam die Rückbank um. Letztens hat jemand geschrieben, Jess, wir machen das doch gar nicht gemeinsam. Ich kann auch die ganze Zeit sagen, ich klappe jetzt die Rückbank um für euch und ihr schaut jetzt mir zu. So rum geht es natürlich auch. Auf der Seite jetzt auch. Und hier haben wir jetzt eben ohne Ladekante, was sehr gut ist. Ich mache das vielleicht nochmal raus, dass ihr das genauer seht. Eben die 1300 Liter Fassungsvermögen. Da ist dann auch nochmal so ein kleines Filz, was dann nochmal über die Kante liegt. Das ist ein guter Kofferraum. Jetzt würde ich sagen, machen wir hier wieder zu. Keine elektrische Heckklappe. Ich mache euch auf der Seite mal auf. Ich bin 1,64 Meter klein. Dann schauen wir mal, wie viel Platz ich da hinten habe. Es ist auf jeden Fall ein sehr dunkler Innenraum, weil wir ja die GS-Line haben. Geh mal auf die andere Seite und ihr guckt vielleicht schon mal da vorne rein. Und erstmal geht es natürlich darum,
Wie einfach lässt sich die Rückbank wieder zurückklappen? Das funktioniert gut, das ist kein großer Kraftaufwand. Und die nächste Frage ist, wie komme ich jetzt hier rein? Ja, das passt. Sitze sind jetzt auf Jans Größe eingestellt. Der ist 1,88 Meter groß. Ich habe trotzdem noch eine Faust nach vorne und ja, zwei Fäuste nach oben hin Platz. Ich sehe auch gerade, dass da vorne die Klimaanlage an ist. Und wir haben jetzt hier noch eine Kombination aus Leder und Alcantara. Sehr schöne Verarbeitung hier nochmal mit so einem eingestickten Muster. Auf beiden Seiten habt ihr jetzt hier auch nochmal ja, die Möglichkeit mit Isofix. Und die Kopfstützen, die finde ich super. Aber schaut mal, wie breit die jetzt sind. Wie hoch die jetzt sind, das ist relativ untypisch für so eine Rückbank. Hier dann auch noch eine Mittelarmkonsole mit zwei Cupholdern. Und ja, wir haben auch eine Durchreiche. Auch wenn es den jetzt hier nur als Frontantrieb gibt. Vorne sitzt hier der Verbrenner und der Elektromotor, die werden wir gleich auch noch besprechen. USB-C ist jetzt auch neu an Bord, jetzt beim Astra. Hat eine schnellere Datenverarbeitung als die normalen USB-Anschlüsse. Und hier dann auch nochmal zwei Lüftungsdüsen. Schaut mit mir gemeinsam mal vielleicht noch in die Tür. Und da sehen wir jetzt ganz deutlich die GS-Line. An diesem roten Element ist die sportlichste Linie, wie gesagt. Hier oben ist es alles mit Soft-Touch, kein Hartplastik, sondern es ist alles nochmal so leicht bezogen, was ich super finde. Und hier dann auch nochmal Lederbezug in der Armauflage und da die Möglichkeit, Münzen oder so zu verstauen. Türöffner ist ein bisschen klein, da hätte ich mir vielleicht noch so eine Chromspange drum gewünscht. Aber das ist nur eine Kleinigkeit. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal gemeinsam vor und sprechen noch über die verschiedenen Motoren, die ihr jetzt beim Astra bekommt. Ich mache jetzt mal kurz die Motorhaube auf und wir gehen mal gemeinsam vor, schauen mal, was da unter der Haube ist. Erstmal ist hier sogar pfeilförmig alles angeordnet, was ich sehr schick finde. Na, kriege ich es auf? Ja, da ist es. Und zwar habe ich euch ja schon erzählt, den gibt es jetzt als Benziner mit 110 oder 130 PS, jeweils mit einer 6-Gang-Handschaltung oder einer 8-Gang-Automatik. Als Diesel, ein 1,5 Liter ist es in dem Fall, der Benziner ist ein 1,3 Liter. Der Diesel hat dann 130 PS, aber hier haben wir jetzt die Plug-in-Hybrid-Variante, eine von zweien, mit 180 PS Systemleistung. Was bedeutet das? Wir haben eine Kombination von einem 150 PS starken Vierzylinder-Benziner, 1,6 Liter und einem 110 PS starken Elektromotor. Zusammen eben 180 PS, 360 Newtonmeter maximales Drehmoment. Der ist in 7,6 Sekunden auf 100, fährt Vmax rein elektrisch 135 km/h, voll eben 225 km/h. Und ganz vergessen habe ich euch jetzt zu erzählen, wie ist jetzt hier eigentlich die rein elektrische Reichweite nach WLTP? Ja, das sind 60 Kilometer, was gut ist, und in der Stadt sogar 72 Kilometer. Bedeutet, wenn ihr den jetzt nur vornehmlich in der Stadt fahren möchtet, habt ihr eben noch mehr rein elektrische Reichweite. Als nächstes würde ich sagen, mache ich jetzt hier mal zu. Wir gehen jetzt gemeinsam noch in den Innenraum, besprechen da dann das Pure Panel, den Innenraum, wie ich mich da wohlfühle, wie ihr euch vielleicht da drin wohlfühlt. Und anschließend fahren wir hier noch eine Runde durch Hüsselsheim, dann gibt es ein Fazit und ich werde euch verraten, ob ihr hier eine Förderung bekommt und wie viel er letztendlich kostet. Kommt mit! So, weiter geht's jetzt mit dem Innenraum und erstmal sprechen wir über die Sitze und das sind jetzt hier ganz besondere Sitze, denn es sind AGR-Sitze. Für was steht das AGR? Für Aktion gesunder Rücken. Ist natürlich für mich ideal, weil ich habe schon in früher Kindheit Jugendrücken bekommen. Jan hat auch Rücken, vor allem weil er immer so filmen muss, hier runtergebeugt. Und warum Aktion gesunder Rücken? Ja, die sind besonders komfortabel. Wir haben jetzt hier Seitenbacken, die sehr gut gepolstert sind. In der GS-Line jetzt hier auch mit einer schönen Ausführung, hier nochmal optional mit dem Alcantara. Schöne Stickung, genauso wie auf der Rückbank. Und Aktion gesunder Rücken erkennt man auch daran. Wir haben jetzt hier so eine Knieauflage, die man nach vorne schieben kann und nach hinten, weil ist ja auch ganz wichtig, dass das Knie immer gut positioniert ist. Auch hier haben wir nochmal für die Lendenwirbel eine Unterstützung und riesengroße Kopfstützen. Schaut euch das mal an, das ist wie so ein Kissen, sehr weich gepolstert. Ich finde die mega. Ich weiß, ich habe eine Minute über die Sitze geredet, aber es ist jede Sekunde wert. Jetzt schauen wir uns mal die Tür an. GS-Line bedeutet sportliche Elemente, bedeutet rote Elemente, auch wenn sich das meiner Meinung nach ein bisschen mit dem Gelb draußen beißt. Armauflage ist gut gepolstert, unten haben wir ein bisschen Hartplastik, aber was ich schön finde, da muss Jan mal kurz hochfilmen, oben unter dem Fenster ist so eine richtig schöne Struktur dann nochmal auf der Oberfläche, die gefällt mir sehr gut und das da drunter sieht so leicht wie Carbon aus, ist aber kein Carbon. Türöffner könnte ein bisschen größer sein und auch nochmal so eine Chromspange drumherum. Wir haben keine Einstiegsleiste leider, die hätte ich jetzt auch noch ganz gut gefunden. Bei Ultimate habt ihr aber eine und hier steht dann Astra nochmal auf der Fußmatte, inklusive meiner Haare hier an der Seite auch nochmal drauf. Ja, wenn ihr Frauen habt, die
viel Haaren oder Hunde, sieht man das halt hier in dem schwarzen Innenraum. Klavierlack in der Mittelkonsole. Ich persönlich bin davon kein Fan, weil die relativ schnell zerkratzt und auch zerdobt. Aber sie sieht jetzt am Anfang sehr schick aus. Hier, dieses Element geht jetzt zum ersten Mal auf beide Seiten auf und nicht so rum, also nach vorne auf, sondern wirklich so. Und wichtig und interessant zu wissen ist, dass wir jetzt hier insgesamt vorne und hinten 30 Liter Platz haben, um etwas zu verstauen. Hier auch nochmal für den Schlüssel. Hier dann auch noch zwei Cupholder. Schaut mal, da kann man das vom Schlüssel reinmachen. Hier sind die zwei Cupholder. Und da vorne ist auch nochmal die Möglichkeit, das Ganze aufzuziehen. Da ist dann auch eine induktive Ladefläche drin. Schaut mal, kann ich dann hier so reinlegen. Zwei USB-C-Anschlüsse, da unten auch nochmal Platz. Und was ich cool finde, wenn ich das Ganze jetzt hier rausnehme, kann ich hier mein Handy auch so drauflegen, kann auch drauf gucken. Und es rutscht da drauf nicht so, weil das ist eben so eine gummierte Schicht hier nochmal. Da eben auch. Je nachdem, wie man es möchte, da vorne oder hier an der Seite. Und dann kann ich hier immer im Blickwinkel so ein bisschen schauen, was da abgeht. Jetzt würde ich mal Jan rein bitten. Okay, nee, er kniet sich noch weiter darunter. Wir haben jetzt hier auch noch eine sehr schöne Oberfläche. Hier auch nochmal ein rotes Element. Hier auch nochmal satiniertes Handschuhfach, was natürlich nicht ja, normal ist in der Klasse. Und jetzt kommt da rein der Arme. Wir sprechen über das Lenkrad. Für mich persönlich eins der Highlights hier drin, denn wir haben jetzt hier, ich mache die Zündung mal wieder an. Jetzt auch, ich starte vielleicht mal den Motor, ist genauso gut. Ja, richtig hier an. Ihr seht, Hybridsystem, wir sind ja hier rein elektrisch auch unterwegs. Schönes Lenkrad, unten abgeflacht, tendenziell etwas dünner als andere Lenkräder. Wir haben hier hinten dann auch noch Schallpedal, da sprechen wir nachher bei der Fahrt noch drüber. Hier Lautstärke über so einen Knopf oder, tada! Wir haben einen Drehregler und zwar sehr gut erreichbar für mich und der ist Gold wert. Den finde ich super wichtig. Ich verstehe nicht, schaut mal, so könnt ihr es übrigens auch ganz ausmachen. Das ist ganz interessant hier auf dem An- und Aus-Knopf neben dem Drehregler. Ich verstehe nicht, warum man, jetzt geht es hier vorne wieder an, warum man darauf verzichtet bei ganz vielen Autos. So, hier drüben Assistenzsysteme und schaut mal, die Lüftungsdüse hier drüben lässt sich witzigerweise so einstellen. Einmal hier in der Lüftungsrichtung und hier geht sie eben auf und zu. Ich finde das sehr schick gelöst. Und als nächstes sprechen wir vorne über das Pure Panel und über das Pure Panel Pro. Wir haben jetzt das Pure Panel Pro, erkennt man daran, dass wir jetzt hier nicht nochmal so eine Umrandung um die 10 Zoll und 10 Zoll großen Displays haben, sondern es ist wirklich eine große Scheibe. Die Displays sind aber jeweils bei jeder Variante gleich groß. Könnt ihr auch mal beim Jan schauen, da habt ihr dann den Vergleich bei seinem Benziner-Review. Da vorne dann auch noch ein Head-Up-Display. Bei Ultimate ist das immer serienmäßig mit dabei, bei den anderen Ausstattungsvarianten müsste dann optional was dazu bezahlen. Und ich habe da vorne jetzt ein schönes Cockpit, was ich jetzt hier auf dem Knopf ein bisschen durchswipen kann. Kann mir da verschiedene Infos anzeigen lassen, wie die Navigation oder auch das Radio, was ich gerade höre. Und übrigens erstmalig jetzt bei Opel Apple CarPlay, Android Auto ohne Kabel. Sehr gut, also Wireless over the air, wie man gutes Englisch immer sagt. Jetzt möchte Jan mir irgendwas sagen? Ah, okay, ich dachte gerade, er will mir sagen, dass ich was vergessen habe. Wir sprechen jetzt hier vorne noch über das Display und über die Knöpfe, die da drunter sind. Erstmal, voll gut ist, dass wir jetzt hier so Knöpfe haben für die Sitzheizung, auch für die Lenkradheizung. Hier kommt er immer wieder zu Home und schaut mal, wie schick das aussieht, wenn man hier so durchswipet. Das ist eine schöne Animation. Apropos Luftqualität haben wir jetzt hier drin auch, beziehungsweise eine Messung der Luftqualität, wenn ich hier draufklicke. Die ist jetzt bei 0, die ist gut. Die checkt, null. Die checkt innen und außen und je nachdem, wie die Luftqualität außen oder innen besser ist, wird eben manchmal auch auf Umluft automatisch geschalten, was ja mega gut ist. Hier unten dann die Steuerung der Klimaautomatik. Hier könnt ihr AC Max oder nicht Max machen. Ja, das ist jetzt sehr viel. Ihr habt gesehen, so viel Power steckt dahinter. Und wir haben jetzt hier unten übrigens auch Drive-Modi. Da sprechen wir auch gleich bei der Fahrt drüber, wenn ich draufklicke. Haben wir elektrisch, Hybrid und Sport. So, und jetzt vielleicht noch eine Sache, die ich euch gerne zeigen würde. Und zwar hier die Home-Ansicht. Und für mich persönlich, wenn ich jetzt hier rüber swipe, schaut euch das mal an, wie schön das ist. Na, kommt da gar nichts rüber. Die andere Richtung, so rum, ist die App-Liste. Und die mag ich am liebsten, weil die am übersichtlichsten ist und vielleicht das Wichtigste zum Plug-in-Hybrid ist die Energie. Wir haben hier die Energieflussanzeige, schauen wir gleich bei der Fahrt an. Haben ja auch eine Statistik über den Verbrauch. Haben jetzt hier auch alles noch zum Laden, können das vorkonditionieren, vorplanen und haben hier auch noch den E-Safe-Modus. Wenn ich hier draufklicke, kann ich eben 10 Kilometer, 20 Kilometer oder das Maximum sparen bzw. saven. Was bedeutet das? Wenn wir jetzt einen Akku haben, der 100% ja eben Füllmenge hat, beziehungsweise eben 100% geladen ist und ich
unbedingt weiß, Mist, ich bin jetzt bald in der emissionsfreien Zone, ich brauche 20 Kilometer Reichweite rein elektrisch, kann ich hier draufklicken und dann habe ich die auf jeden Fall und kann eben auch durch diese Zone fahren oder man belässt es bei Maximum und spart sich eben die ganzen Akkufüllzustand. So, Akkufüllzustand, das war das Wort, was mir gefehlt hat. Jetzt gehen wir nochmal kurz zurück zu Home, noch einmal kurz auf die App-Liste und vielleicht noch ganz kurz über die Assistenzsysteme. Wir haben hier eine Panoramakamera, die wirklich sehr gut ist. Jetzt ist die Tür offen, deswegen sieht das so aus, aber wir haben nach vorne, nach hinten hier eine sehr gute Rundumsicht und haben hier übrigens auch für alle Assistenzsysteme hier für teilautonomes Fahren Level 2, ihr seht jetzt, was das alles sind, auch Videoanleitungen. Falls man nicht weiß, wie sowas funktioniert, ich zeige euch das ganz kurz, weil ich es cool finde. Ist da auch Ton dabei? Warnt beim Rückwärtsfahren vor von links oder rechts kommendem Querfahrer. Das ist gut, ersetzt natürlich so ein bisschen den Job, den Jan und ich hier machen, aber für meine Mama wäre es beispielsweise gut, weil die manchmal nicht versteht, welche Assistenzsysteme wie funktionieren, wofür die gut sind. Was wir jetzt machen, ist den Jan dazu holen und dann fahren wir gemeinsam hier eine Runde. Und ich hab Bock drauf, dann erzähle ich euch, was wir verbraucht haben, wie er sich elektrisch so fährt. Und ihr kommt jetzt einfach mal mit. So, weiter geht's jetzt mit der Fahrt. Hallo Jan, schön, dass du mit dabei bist. Hallo liebe Maniac. Hast du Lust? Freust dich? Ich hab total Lust. bisschen blöd, dass wir nicht in Lissabon sind. In Lissabon mit dem Astra L. Ja. Aber hier Rüsselsheim auch gut. Ja, da waren wir ziemliche Loser. Wir waren leider krank. Aber so ist es. In der heutigen Zeit. Und jetzt starten wir mal hier den PHEV, der sehr gut in die heutige Zeit passt. Markus Lanz überlebt. Ja, vorne passt hier alles super schön rein. Und übrigens noch eine Sache, die mir total peinlich ist. Ich habe ja die ganze Zeit gesagt, Opel Stern. Keine Ahnung, warum das in meinem Kopf ist. Das habe ich auch schon in anderen Reviews ab und zu gesagt. Ich meine, ein Blitz. Es ist ein Blitz, es ist kein Stern. Ich hoffe, ihr versteht mich und die Verpeiltheit. Ich bin mir da nicht sicher. Schreibt mir in die Kommentare, ist es ein Stern oder ein Blitz? So, und jetzt haben wir hier ein kleines Ding, was ich auf Toggler nenne. Es ist aber natürlich für die Wahl der Gänge. Und wenn wir jetzt hier zurückgehen, beziehungsweise vorher sind wir hier im Rückwärtsgang, sehr gute Rückfahrkamera mit Hilfslinien, die mir auch zeigen, wo ich hinfahre. Schalten kann man die auch. Ja, und wenn ich hier runtergehe, bin ich in D. Und eine Sache, die mir sehr wichtig ist, nochmal runter bedeutet nicht gleich B, sondern man muss hier auf den Knopf drücken. Was B bedeutet, besprechen wir gleich, wenn es um die Rekuperation geht. So. Körbchengröße. Nein. So, wir fahren jetzt im Hybridmodus los, ist glaube ich am interessantesten und schauen jetzt mal, was der so kann. Elektrisch würde natürlich rein elektrisch losfahren und jetzt im Hybridmodus fährt er auch rein elektrisch los. Warum ist das so? Weil man vor allem, hoppla, beim Anfahren, Jan übertreibt immer total, wenn ich hier fahre. Wenn irgendwo ein Loch ist, Jesse findet's. Jesse findet das. Okay. Aber der Astra L ist weniger als du. Ja. Deshalb macht er das ganz gut mit dem Fahrwerk, finde ich. Okay, gut, danke. Passt. Ich halte mich jetzt zurück. Gar nicht schlimm. Was wir jetzt als erstes machen, ist vielleicht mal bremsen. Da musst du jetzt auch gar nicht so theatralisch machen. Wir gehen in Sport und ich drücke jetzt mal aufs Gas und wir schauen mal, was der kann. Frontantrieb. Gib ihm. Ja, da seht ihr dann auch die Gänge, die mitschalten. 3 und 100. 7,6 Sekunden. Der ist deutlich schneller als der Benziner, den Jan euch vorgestellt hat. Und ihr habt es jetzt gerade gehört, der wird ein bisschen laut. Ich habe jetzt aber auch Pedal, wo ich dann einfach selbst mitschalten kann. Rennschwein Jan Rüssel. Kann hier nach oben und nach unten schalten. Habe jetzt hier eine 8-Gang-Automatik. Es gäbe aber auch die Möglichkeit, da darf ich fahren, ne? Da darfst du fahren, ja. Das ist für dich Rennschwein Jesse Rüssel. Darf hier durch. Es gäbe aber auch die Möglichkeit, bei den Verbrennern zumindest 6-Gang-Handschaltung zu wählen. Beim Plug-in-Hybriden gibt es immer nur, ja, die Automatik finde ich aber voll okay. Und wenn wir jetzt gerade an eine Ampel fahren, schaut mal hier, habe ich euch die Energieflussanzeige reingemacht. Geh jetzt hier mal auf B und wir besprechen jetzt gleich mal, was Rekuperation bedeutet. Vielleicht willst du es kurz erklären, Jan, das kannst du immer so gut. Ich habe studiert, Abitur. Ich bin genau der richtige Mann, euch zu erklären, was Rekuperation ist. Wir haben hier einen Elektromotor und beim Bremsen oder im Schubbetrieb, also wenn ihr vom Gas geht, dient dieser Elektromotor andersrum als Generator und lädt den 12,4 Kilowattstunden fassen Akku wieder auf. Habe ich es gut gemacht? Ja, sehr gut. Und da sieht man das jetzt auch. Ich gebe mal kurz Gas. Ihr seht jetzt, da wird Power abgegeben und wenn ich jetzt bremse, sieht man die Rekuperation, da ist sie. Ja, und somit können wir uns den Akku eben auch selbst nochmal aufladen, haben jetzt hier einen extra stärkeren B-Modus, also der rekuperiert auch in D, aber im B ist es nochmal ein bisschen stärker und dann können wir uns die Reichweite eben erhöhen. Und da ist jetzt die Frage, wie weit sind wir wirklich gekommen? Rein elektrisch. Ja, wie weit sind wir wirklich rein elektrisch gekommen? Klar, es geht jetzt gerade nur um rein elektrisch. 60 Kilometer nach WLTP ist eingegeben und 74 Kilometer sogar nur in der Stadt. Wie war es bei uns?
ja, zieht 10 Kilometer ab, zieht 15 Kilometer ab, wenn es richtig kalt ist. Aber dann kommt es schon einigermaßen hin, finde ich gut. Aber Jessie war was sehr wichtig. Mir ist nämlich aufgefallen, das. Wow, das war auch eine Markus-Lanz-Verleitung. Schaut mal, das Pure Pendel hier vorne, das hat keine Hutze da vor oben. Es hat keine Hutze, sondern da ist dann auch direkt das Head-Up-Display, was übrigens großartig ist, weil ich alle wichtigen Informationen, wie auch die Geschwindigkeit, die fahren, da vorne im Display habe, auch wenn der hinten ziemlich drängelt. Fahr von dem weg. Ja, der nervt total. Geht mir auch einen Sack. Diese Rüsselsheimer. Ah, guck, da macht er richtig Druck. Diese Rüsselsheimer, wir machen hier gerade ein Review. Entschuldigen Sie bitte. Ja, das auf jeden Fall, schaut mal, ich fahre jetzt in die Sonne rein und wir haben jetzt hier keinen Spiegel. Ich erkenne jedes Display noch sehr gut, genauso wie wenn ich die Sonne von der Seite, rechts oder links oder von hinten bekomme. Ich sehe immer alles vorne, ist so leicht beschichtet, was großartig ist. Stimmt, aber das meinte ich nicht. Ach so. Weil du hast ja erzählt, ey Jan, wenn ich rein elektrisch fahre, im Elektromodus ist mir was aufgefallen. Ja, das machen wir jetzt. Ich will ja ganz viel in diesem Video erzählen. Wir sind jetzt im elektrischen Modus und da ist mir aufgefallen, dass die Lenkung ein bisschen, ja, nicht schwammiger ist, aber ein bisschen leichtgängiger ist. Das sehe ich richtig gut aus. Es ist voll gegen die Sonne hier. Ja, Mann. Ein bisschen leichtgängiger ist als in anderen Modi und Jan hat eine sehr clevere Erklärung dafür. Die wäre? Ich kann es euch erklären. Ich habe Abitur. keine Witze hier. Jessie hasst die ganzen Witze in den Videos von mir. Vielleicht ihr auch. Jedenfalls, es geht eben darum, in der Stadt oder so hat man gerne leichtgängige Lenkung. Fiat zum Beispiel im 500er, wenn ihr euch erinnert, hat auch so einen City-Modus früher gehabt. Ich finde es in der Stadt cool, ne? So Eisdiele, schön einarmig, wischen, Tellerwischer und so. Finde ich passend. Im Sportmodus wird ja Lenkung, Gasannahme, Schaltzeiten dann auch schneller, ne? Ja, habe ich jetzt mal reingeschalten. Lenkung ist jetzt deutlich direkter. Ihr hört auch schon, da vorne können wir wenden, sonst fahren wir dann die Stadt, ne? Direkt der Verbrenner kommt dann auch noch dazu. Ja. Und dann ist natürlich die Sache, wenn wir jetzt gerade im Sport sind, Verbrauch. Der ist angegeben bei 1 Liter und 15 Kilowattstunden. Damit kann man natürlich jetzt gar nichts anfangen. Deswegen erzählen wir euch jetzt, was wir verbraucht haben, wenn wir rein elektrisch gefahren haben. Da waren wir deutlich unter 30 Kilowattstunden. Wenn wir den kombiniert gefahren sind, waren wir ungefähr bei 5 Litern. Und wenn wir den mit leerem Akku gefahren sind, waren es dann eher schon 8 Liter. Ihr habt gerade den 10,50 Meter fassenden Wendekreis gesehen, was echt ein guter Wert ist. Ja. Ja. Jo. Was willst du noch erzählen? Assistenten? Assistenten? Ja, kann man hier reinmachen. Muss man draufklicken. Eine Sache möchte ich euch nur zeigen, und zwar schaut mal, da vorne habt ihr jetzt hier nochmal eine richtig gute Ansicht, ob ihr gerade Power ausgibt oder rekuperiert. Das finde ich sehr geschickt gelöst. Was wir jetzt als nächstes machen, ist gemeinsam zurückfahren, dann gibt es noch ein kurzes Fazit. Kommt mit! Weiter geht's jetzt mit der letzten Sequenz meines Reviews, und zwar dem Fazit. Und erstmal verzeiht mir, dass ich jetzt hier die ganze Zeit mein Gesicht so zusammenkneife. Wir haben hier aber die schönste Sonne hier über Rüsselsheim. Und eigentlich hätten wir euch den Astra ja bereits in Lissabon vorgestellt. Aber Jan und mich hat es leider erwischt, deshalb kommt er jetzt ein bisschen später bei uns auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen. Und jetzt sprechen wir darüber, wie finde ich denn den Astra? Und da sprechen wir jetzt erstmal über die Optik. Er ist für mich deutlich moderner als der Vorgänger. Sehr schick, sehr zurückhaltend und irgendwie stylisch. Eben pure and bold. Wenn man ihn jetzt auch vergleicht mit dem Peugeot 308, finde ich die aktuell am stärksten in der Kompaktklasse, vor allem wenn man ihn mit dem Golf vergleicht. Meiner Meinung nach ist es auch der deutlich schönere Golf. Und wenn wir jetzt in die Seite gehen, besprechen wir vielleicht noch ganz kurz, was die Motorenpalette angeht. Und da habt ihr eine sehr große Auswahl zwischen Verbrennern, Plug-in-Hybrid jetzt auch, in 2 Varianten und bald auch noch die rein elektrische Variante. Heißt, ihr habt eine sehr große Auswahl, was ich auch sehr gut finde. Der Innenraum ist nicht zu sehr überladen. Ihr habt genügend Technik, seid auf dem neuesten technischen Stand, habt aber auch andererseits einen Drehregler, auf den ich nicht verzichten möchte. Ihr habt Knöpfe und seid nicht technisch überladen. Und wenn wir jetzt am Schluss über den Preis sprechen, wird es interessant, denn der beginnt bei ungefähr 23.000 Euro. Als kleiner Benziner, als Plug-in-Hybrid beginnt das Ganze dann bei 36.000 Euro. Da könnt ihr immer eine Förderung von 7.500 Euro abziehen. In der GS-Line, wie sie jetzt hier da steht, beginnt er ab ungefähr 40.300 Euro. Bedeutet, der wird dann, so wie er jetzt hier steht, ungefähr 33.000 Euro nach Förderung kosten. Plus, ihr könnt auch noch eine Dienstwagensteuer von 0,5% eben nutzen, anstatt eben 1% wie bei einem Verbrenner. Und falls ihr auf die elektrische Variante warten möchtet, müsst ihr eben bis 2024 warten. Lohnt sich aber bestimmt auch.
Wen das auch freut, ist unser Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crush Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert. Abonniert gerne den Kanal, würde mich tierisch freuen. Dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, Freunde!